Genossen, ich habe den ehrenvollen Auftrag, euch und allen Angehörigen der Nationalen Volksarmee die herzlichsten, brüderlichsten Kampfesgrüße der Deutschen Demokratischen Republik zu übermitteln. Wie die Dinge liegen, kommen die sozialistischen Staaten nicht umhin, ihre Verteidigungskraft auch künftig stets auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Wir sind uns, liebe Genossen, der hohen Verantwortung bewusst, die dabei unsere Deutsche Demokratische Republik an der Nahtstelle der beiden Gesellschaftssysteme, der beiden Militärbündnisse in Europa zu erfüllen hat. Die Angehörigen unserer Streitkräfte müssen jederzeit allen Provokationen des Klassenfeindes begegnen und ihre Heimat zuverlässig schützen. An diesem Auftrag wird sich auch künftig nichts ändern. Ja, hey Leute, gestern war Tag der MVA und aus diesem Anlass habe ich mir gedacht, ich erzähle mal ein paar Storys von meiner Armeezeit. Ich war zu DDR-Zeiten bei der Nationalen Volksarmee und davon möchte ich noch etwas mehr erzählen. Ich war ja, wie im ersten Teil schon gesagt, der Schreiber vom Spieß. Hatte ich nicht so viel zu tun eigentlich, mehr oder weniger bei Schreibarbeiten. Ich habe ja auch mal einen Volkshochschulkurs mitgemacht, dass ich mit 10 Fingern Schreibmaschine schreiben konnte. Rechner gab es damals zumindest bei uns im Armeeobjekt noch keine. So einen Homecomputer hatten wir gehabt, sind die DDR-Homecomputer, die ein paar Spiele konnten. Und ein bisschen Software gab es auch dazu, aber da hatten wir gar nicht weiter dazu gehabt. Ziemlich viel Zeit und Langeweile. Da ich immer so ziemlich viel Zeit hatte, abends und so, habe ich da mal irgendwann angefangen, mich ein bisschen am Programmieren zu üben. Und zwar hatte ich so einen Flugsimulator. Naja, wie die ersten Flugsimulatoren so waren, wo man mehr nach Daten steuerte. Man kriegte dann die Höhe angezeigt und Klappensteuerung und so konnte man alles steuern. Man hat aber keine Grafik gehabt, wie man das heute so kennt. Und dass man den mit dem Joystick fliegen kann, sondern das war damals alles über Tastatur mit und Grafik natürlich gab es keine. Da gab es nur so Striche und Zahlen. Man konnte da mit Buchstaben und Zeichen so eine Art Rollbahn simulieren und Horizont. Und dann konnte man auch mit Tastatur so halbwegs fliegen. Ich hatte da vom PC-15, was ja so letzten Endes ein Ableger war vom 286er oder noch etwas früher. Da hatte ich dieses Flugsimulator-Programm. Das war auch in Basic geschrieben, wenn ich mich nicht ganz irre. Weil Basic hatte ich ein kleines bisschen Ahnung gehabt. Da hatte ich mich dann bei der Armee rangesetzt, hab diesen Flugsimulator umgeschrieben für einen für einen KC 87.2 oder wie der hieß. Und so habe ich dann auch gerne mehrere Spielchen gemacht. Die habe ich mir alle da irgendwie organisiert. Es gab ja auch diese Radiosendung, wo man den Code für den Rechner runterladen konnte. Was heißt runterladen? Also
Er sagte, drückt jetzt die Aufnahmetaste, und da hat man gedrückt, hat eine Viertelstunde gewartet, bis die ein kleines Programm überschrieben wurde, und hat sich so die ganze Tipperei erspart. Das konnte man dann von der Kassette einlesen, wie auch an den westlichen Heimcomputern hier, wie zum Beispiel dem C64, war als Speichermedium eben eine Tonbandkassette dann gedacht. Ja, ich hatte mir das umgeschrieben damals, aber war ja eigentlich nie anders zu erwarten. Der Homecomputer war dann doch viel zu langsam dafür, als ob man da hätte was machen oder spielen können. Demzufolge hat es dann auch lange genug gedauert, bis der den ganzen Mist da ummodelte. Das war so ein bisschen eine meiner Freizeitbeschäftigungen bei der Armee. Ja, als Spielschreiber hatte ich ja, wie gesagt, auch nie allzu viel zu tun. Wenn ich dann mal Lust hatte, bin ich mal ins Heizhaus gegangen. Die hatten dort illegalerweise auch immer Bier da gehabt. Brauchtest du bloß, hat denn ihr Offizier mitgebracht. War auch kein Problem. Die hatten dann immer einen dastehen und eine Büchse, da haute man eine Mark rein und durfte sich ein Bier rausnehmen. Natürlich durfte man sich dann auch nie erwischen lassen. Man wusste, wo der Kasten steht. Wenn ich mal Lust hatte, bin ich da auch gerne mal ins Heizhaus gegangen und habe mit den Kollegen dort mal ein Bier getrunken. Und ein bisschen gequatscht. Von unserem Alarmsystem im Fernsehraum habe ich euch ja schon erzählt. Was ich nie mit erzählt hatte, wenn unverhofft dieser Wachoffizier dann mal aus dem anderen Ausgang rauskam, oder wenn jemand am Wochenende zum Beispiel von draußen reinkam. Am Wochenende gab es noch eine andere Variante. Jedenfalls, wenn der mal aus der falschen Tür rausging, dann hat einer von den Wachhabenden dann automatisch die Tür erstmal einmal auf und zu gemacht, dass die im Fernsehraum Bescheid wussten. Und letzten Endes wurde auch ganz kurz mal der Alarm, da gab es so eine großen Alarmhörner, da wurde der mal ganz kurz ausgelöst und gleich wieder ausgemacht, dass das bloß mal so bip gemacht hat. Und da wussten auch die Leute, die im Clubraum oben, wir hatten da so einen kleinen Aufenthaltsclubraum, wo wir ein Billard stehen hatten. Und da hat man sich dann abends auch mal mit einem Kumpel hingesetzt, mal ein Bierchen getrunken oder sowas. Und wenn der Alarm losging, da haben alle gewusst, okay, Chef kommt, Wache kommt, Bier weg. Aber ich muss dazu sagen, wie man das so von anderen Armeeobjekten gehört hat, dass die saufen und Schnapsbullen da die Runde gehen und was weiß ich, gab es bei uns gar nicht. Dadurch, dass das offiziell so ganz locker vonstatten ging, da hat da keiner harte Drogen gebraucht. Ich kann mich erinnern, im Heizhaus hatten wir ihn aus Erfurt gehabt. Das war ein ziemlich alter Mann schon. Der war, was weiß ich, 35. Den haben sie da als Rechi irgendwie eingezogen, warum auch immer. Weiß ich gar nicht, wie das kam. Das war der Einzige, den wir da hatten. Das war ein totaler Riese, aber ganz gutmütiger, lieber Kerl. Der war immer ganz gut drauf. Ja, ich war ja der letzte Durchgang, der noch anderthalb Jahre gemacht hatte. 88 im Mai wurde ich einberufen und 89 am 28. Oktober war das, glaube, war dann Entlassung. 89 im Oktober gab es ja in der DDR überall die Demos, die dann schlussendlich zur Grenzöffnung geführt haben und zur Wiedervereinigung. Da hatte ich dann schon, das war schon länger so geplant, über den 7. Oktober hätte ich dann Urlaub gehabt. Und da habe ich die Tage und Wochen vorher, ging das ja dann schon ziemlich los mit den Demos.
Und da hatte ich dann schon immer ein bisschen gebangt, weil mir eigentlich auch teilweise Sperre hatten, beziehungsweise Bereitschaft eingeführt wurde, dass da die Leute da sind, dass die unter Umständen hätten ausrücken müssen und irgendeine Demo da auflösen oder was weiß ich. Es hätte ja im Prinzip passieren können, dass wir am 7. Oktober dann nach Berlin hätten fahren müssen und dort vom Palast der Republik die Leute, die demonstrierten, hätten einfangen müssen oder was auch immer. Wobei so richtig Kämpfer und sowas war bei uns keiner dabei. Ich habe ja in meiner ganzen Armeelaufbahn nur dreimal scharf geschossen. Einmal in der Grundausbildung, da waren wir mit der Kaschi raus, irgendwo auf so einem Schießstand und haben dort halt auf Zielscheiben geschossen. Bei der Armee nähe Berlin haben wir ja Westfernsehen gucken können, also illegal eigentlich, aber die Fernseher waren auch plombiert und versperrt. Den Fernseher hat aber jemand umgebaut, da hatten wir eine Fernbedienung dran und da konnte man den von der Sitzreihe aus über einen kleinen Poddy die ich ja nur schnell mal verstellen. Und dann hatten wir einen anderen, da hatte man das, hatten wir uns das Ganze erspart, das wieder umzubauen. Und da wurde halt die Rückwand, die war bloß locker angeheftet, die konnte man dann zurückziehen und vorsichtig, natürlich durfte man dann nie in die Nähe der Bildröhre kommen, das wäre etwas gefährlich geworden. Da wurde dann eben von hinten das Sender verstellt. Dadurch haben wir ja auch bei der Armee gewusst, wie es momentan in der DDR gebrodelt hat und überall die Demos waren. Und da hat man natürlich auch Angst. Also ich und noch zwei andere hatten da auch Urlaub gehabt über den 7. Oktober. Hatten wir dann ja eigentlich auch ein bisschen Angst gehabt und gehofft, dass man unseren Urlaub kriegt. Hätten die uns nach Berlin gerufen, hier zur Demo auflösen oder sowas, ich wäre wahrscheinlich 100 Pro dann in Schwedt gelandet. Ich hätte dort eher die Demonstranten entkommen lassen und denen gesagt, hier, mach dort lang, dort steht keiner oder sowas. Ich hätte auf keinen Fall auf jemanden geschossen oder so. Das war für mich schon klar. Heißt dann in dem Fall, ich wäre garantiert nach Schwedt. Da war das DDR-Militärgefängnis. Da habe ich schon mal kurz einen Wikipedia-Artikel darüber. Das Militärgefängnis in Schwedt war eine Einrichtung der Nationalen Volksarmee der ehemaligen DDR. Es befand sich in der Stadt Schwedt an der Oder in Brandenburg, nahe der deutsch-polnischen Grenze. Die Oder war ja Grenzfluss. Wurde damals Oder-Neiße-Friedensgrenze genannt. Weil die Neiße mündete dann irgendwann in die Oder, die aus Richtung Polen kam. Das Gefängnis wurde in den 1960er Jahren errichtet und diente der Inhaftierung von Soldaten, die gegen die Disziplinargesetze oder militärische Vorschriften verstoßen hatten. Die Haftbedingungen im Militärgefängnis waren oft streng und isoliert. Die Insassen wurden häufig wegen Vergehen wie Fahnenflucht, Befehlsverweigerung oder politischen Ungehorsams festgehalten. Die Behandlung der Gefangenen und die Bedingungen in der Einrichtung waren Gegenstand internationaler Kritik und wurden als Verletzung der Menschenrechte betrachtet. Das war eigentlich ein ziemlich harter Knast. Da wollte man die Leute, ich sag mal, brechen und umerziehen zu sozialistischen Persönlichkeiten. Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurde das Militärgefängnis geschlossen. Heute erinnert wenig an die einstige Einrichtung und das Gelände wurde teilweise anderweitig genutzt. Es steht jedoch als Symbol für die repressive Politik und das autoritäre System der DDR.
Ja, aber ich habe dann glücklicherweise doch meinen Urlaub gekriegt und war über den 7. Oktober, dem Tag der Republik, dann auch zu Hause in Dresden, war bei meinen Eltern und mit den Kumpels was unternommen und so. An einem der Tage war ich dann auch mal mit auf so einer Demo, haben uns aber dann mehr am Rand aufgehalten, dass wir wegkommen, notfalls. Habe ich schon ein bisschen drauf gedrängt, weil sonst wäre ich ja dann höchstwahrscheinlich auch nach Schwedt abgegangen. Jedenfalls konnten wir auch dann verschwinden, bevor irgendwie das brenzlig wurde. Das war ja verlängerter Urlaub über, was weiß ich, über Wochenende und 2 oder 3 Tage nochmal dazu. Dann musste ich halt wieder zurück nach Strausberg. Und da waren meine 1,5 Jahre ja auch fast vorbei. Ich wurde, wenn ich mich recht erinnere, am 28. Oktober entlassen. Ich bin da schon einige Male mit dem Motorrad nach Strausberg gefahren. Und durfte man als Soldat auch nie, nur die dreijährigen Unteroffiziere. Und höher durfte mit eigenem Fahrzeug dahin fahren. Ich habe mein Motorrad dann immer auf dem Parkplatz vom Sportplatz gegenüber, da hatten wir ja dieses große Sportzentrum. Auf den Parkplatz habe ich das dann immer gestellt, Plane drüber. Gut, mein Kennzeichen war hinten zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dort parkten ja auch die Offiziere und so, die dort gearbeitet haben. Die werden das Motorrad ja schon gesehen haben. Und anhand des Kennzeichens haben die auch gesehen, das muss einer von uns sein. Da ich der einzige Dresdner war, war das wahrscheinlich dann auch soweit bekannt, hat bloß nie einer was gesagt. Den Helm und meine Motorradklamotten, die konnte ich ja im Spind lagern. Ich war ja, wenn dann Stubendurchgang war, wo das hätte dann auffallen können, habe ich ja dann immer Ausgang genommen und war weg. Wobei ich im Notfall als Spielschreiber hatte ich auch die ganzen Schlüssel für die Lagerräume, wo Klamotten und was weiß ich, alles Mögliche von der Armee gelagert wurde. Und da hätte ich dann die Klamotten auch irgendwo in so einem Lagerraum da verschließen können. Das wäre dann auch nie aufgefallen. In der Wache war ja dann meistens auch kein Offizier, nur Soldaten und Unteroffiziere. Und die waren eigentlich bei uns auch alle in Ordnung. Da wär nie was passiert. Da hätte mich keiner da irgendwie angeschwärzt. Bin ja mit dem Motorrad angekommen, in Motorradklamotten, an der Wache vorbei. Tag, Leute, ich bin wieder da. Und dann habe ich meine Klamotten da halt im Spind verschlossen. Tag der Entlassung, 2, 3 Tage vorher, haben die gesagt, wir wären von Niederlehme, da ist ein großes Armeeobjekt, wo wir zur Grundausbildung waren. Die wollten dort noch so eine Art Feierstunde machen und uns dann von dort aus entlassen. Das war natürlich blöd gewesen, da hätte ich von dort erst nach Berlin, dann nach Strausberg und dann hätte ich erst mein Motorrad holen können. Da wäre ich den ganzen Abend noch unterwegs gewesen, dann zur Entlassung. So wurden wir, glaube mittags war das, wurden wir dann doch von unserem Objekt aus entlassen. Und ich konnte da rübergehen, mich aufs Motorrad setzen, war noch mal kurz in Berlin und bin dann nach Dresden runtergefahren. Ach, da ist mir ja noch der Reifen geplatzt. Also zumindest in Berlin pfiff die Luft ab. Und dann stand ich an Adlergestell, ich weiß nicht, ob es die Straße noch gibt, unten, wo es direkt da an der Mauer vorbeigeht. Wo hier Galerie, wie hieß die Ich-Zeit-Galerie war, beziehungsweise ich. Dort stand ich dann auf dem Fußweg und hab den Reifen gewechselt, beziehungsweise geflickt. Weil es ja eigentlich schon fast mit dazu gehört. Ich kam ja dann wieder nach Hause, war noch ein paar Tage zu Hause, hatte noch dann ein paar Tage frei und musste dann irgendwie gleich wieder arbeiten im Oktober. Und wir hatten damals dann schon durch Lockerungen in den Gesetzen Westfernsehen gehabt bei mir im Wohngebiet.
Das kam dann über Kabel, über Antennenleitung. Und da habe ich ja dann auch die Nachrichten alle sehen können auf den Westsendern. Da habe ich dann am 9. November abends Fernsehen angemacht und kriegte das dann mit, wie die Grenzen offen sind, beziehungsweise dass die Leute sich da vor den Grenzen drängeln und raus wollen. Und hing dann den ganzen Abend am Fernseher und habe eigentlich den Mund nicht mehr zugekriegt, weil ich es nicht fassen konnte, dass die dann die Grenze aufgemacht haben und was da los war. Ja, ich habe dann überlegt, ob ich mich gleich noch aufs Moped setze und nach Berlin düse. Ich hatte eine TS-150 gehabt damals. Aber dann habe ich mich doch entschieden, am nächsten Tag brav auf Arbeit zu gehen. Eigentlich war ich auch noch ein bisschen skeptisch, ob die Grenze wirklich offen ist. Oder was das war. Das war ja Dienstag oder Donnerstag. Wir sind dann am Sonnabendnachmittag sind wir dann nach Berlin gefahren. Mit den Eltern vom Kumpel, seiner Freundin und ich sind wir zu fünft nach Berlin gefahren. Dort haben wir uns dann getrennt. Also die Eltern haben ihres gemacht, sind abends wieder heim. Und wir haben dann abends noch im Big Eden in der Diskothek die Nacht verbracht. Uns die ganze Nacht an eben Bier festgehalten. Mehr wollten wir uns nie trinken, weil die Preise ja für unsere Verhältnisse schon extrem waren. Wir haben ja zwar 100 Mark Begrüßungsgeld gekriegt, aber das wollte ich auch nicht so für Bier weghauen. Deswegen haben wir da auch bloß ein Bier getrunken dort die ganze Nacht. Ja, ich wurde da irgendwo gesagt, dass die gerade ein Stück Mauer weggenommen haben und ein neuer Grenzübergang entstanden ist. Unten zwischen Kreuzberg und wie heißt das auf der Ostseite? Komme jetzt nicht drauf, aber da hatten sie dann ein ganz frisches Stück Mauer weggenommen und einen neuen Grenzübergang gemacht. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wenn jemand von den Leuten, die im ZNA waren, das Video sieht, ihr könnt ja gerne mal mit mir Kontakt aufnehmen. Schreibt einfach unten was in die Kommentare oder schickt eine Mail. Nach der Wende war ich dann mal wieder dort gewesen, habe mir das Objekt angeguckt. Da ist gar nichts geändert worden, ist alles noch, wie es früher war. Nur, dass die ganzen Büros und Stuben jetzt als Einraumwohnungen umgebaut wurden. Vorne das Wachhäusl, das ist wie so ein kleines Einfamilienhaus, sage ich mal. Das sieht ganz lustig aus, wie so Wachhäusl von der Armee damals aussah, ganz normal. Aber dann eben jetzt mit Blumenkästen auf den Fenstern. Küche und Speiseraum, das ist auch eine große Wohnung geworden. Da steht da irgendein Klingelschild und der Name draußen dran. Und da komme ich in den ganzen Bereich, was früher die Küche war. Jetzt, als ich nochmal geguckt habe, ob ich irgendwas finde dazu, habe ich ein Forum gefunden. Da war ich auch schon mal vor Jahren schon mal angemeldet und hatte auch mal was reingeschrieben. Ist nie viel, ich so lange nicht mehr dazugekommen. Da hatte auch jemand die ganzen Namen da mal geschrieben, an die der sich erinnern kann und sowas. Der war wahrscheinlich dann nach mir dort irgendwo, theoretisch. Anhand seinen Login-Namen dort konnte ich mir jetzt nie denken und so genau kann ich mich an die Leute gar nicht mehr erinnern. Jedenfalls nie an alle. Ich war ja im letzten Durchgang, die noch offiziell 1,5 Jahre gemacht hatten. Im Mai 88 ging das los und im Oktober 89 wurde ich entlassen. Ich war dann 2, 3 Wochen zu Hause und wollte nochmal mit ihm quatschen. Wegen, ich weiß gar nicht mehr weswegen, aber jedenfalls wollte ich dann jemanden dort anrufen. Da sagten die, nö, der ist nicht mehr da. Der hat gesagt, ich habe keine Lust mehr und hat mehr oder weniger gekündigt und ist dann wieder heimgegangen.
Ja, die ganzen Namen standen da in dem Forum. Und da fiel mir auch wieder ein, da gab es einen Fähnrich Heine, der dort auch erwähnt wurde. An den kann ich mich eigentlich noch gut erinnern. Das war so ein ganz umgänglicher Typ. Mit dem konnte man sich auch ganz gut unterhalten. Einer der wenigen länger dienenden, die so halbwegs in Ordnung waren. Der ist dann allerdings, nachdem ich weg war, irgendwo im Dienst gestorben. Warum oder so war hier nie irgendwo aufgelistet. Da habe ich irgendwo anders noch was gefunden. Da gab es irgendwie einen LKW-Unfall, der da passiert ist. Wenn jemand was weiß, schreibt mal was in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich vermute mal, dass der dabei irgendwie umgekommen ist oder so. Keine Ahnung. Das war erstmal das, was ich über die Armee erzählen wollte. Mehr Erzählenswertes fällt mir jetzt eigentlich nie ein. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht viel mehr sagen. Jedenfalls, ich hatte es ganz gut getroffen. Für mich war das ziemlich entspannt, sage ich mal. Hurra, hurra, hurra! Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik. Das war so die Floskel, wenn du mal irgendwie eine Auszeichnung gekriegt hast. Zum Beispiel ein Foto von der Flagge des Regiments. Das hatte ich, glaube ich, auch gehabt mal für irgendwas. Das war so ein bisschen. Hab ich aber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das war oder ob ich mir das nicht einbilde. Jedenfalls, wenn irgendwas war oder als du dann zum Gefreiten ernannt wurdest. Und die da was erzählten von mir, danken ihnen für ihre Mitarbeit und ich. Da musstest du halt sagen, ich diene der Deutschen Demokratischen Republik. Jedenfalls in diesem Sinne, erstmal ciao.